Wie war das? Ich bin bipolar. Sagen Sie mir, wie Sie darauf kommen? Ich habe es gegoogelt. Sie haben es gegoogelt. Die letzten 2 Wochen konnte ich mich nicht konzentrieren. Nicht essen, nicht schlafen. Ich lache, ich weine, ich bin glücklich, ich bin traurig. Aber was ich weiß ist, dass ich ein kreativer Mensch bin. Und so eine Störung ist vollkommen normal für kreative Menschen wie mich. Das macht mich zu dem, was ich bin. Und ich komme damit klar. Klingt so, als seien Sie stolz drauf. Nein. Ich versuche nur zu verstehen, was in mir vorgeht. Haben Sie sich jemals zuvor in Ihrem Leben so gefühlt? Sicher hatte ich schon verschiedene Lebensphasen. Aber ich habe die nie so wahrgenommen wie jetzt. Würden Sie von sich aus sagen, dass Sie suizidgefährdet sind? Naja, jeder hat doch schon mal übers Sterben nachgedacht, oder? Aber ich will nicht sterben. In Ordnung. Ich bin also bipolar, stimmt's? Für eine genaue Diagnose ist es noch zu früh. Aber ich sehe Anzeichen für eine emotionale Instabilität. Obwohl man auch sagen muss, dass in Ihrem Leben gerade einiges los ist. Und manchmal drückt sich das in manischen und depressiven Phasen aus. Ich gebe Ihnen ein Rezept für ein Antipsychotikum. Damit müsste man die Stimmungsschwankungen in den Griff kriegen. Und wir sehen uns in 4 Wochen wieder.